Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute ist es wieder soweit. Heute ist Kakerlakenzeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Ja? Sprechade mit Herablassen? Herablassend, ja. Ja? Ja. Perfekt, dann ist ja mal Spaß zu haben. Also, mein Name ist Justin Garnett. Ich bin ein Account Manager vom Bitcoin-System. Aha. Und ich habe Sie angerufen, weil ich wollte Sie ein paar Informationen teilen über Trading Online. Toll. Wie bitte? Toll. Ja, genau, toll. Und deswegen habe ich Sie auch angerufen, dass Sie können auch Ihr Account aktiv zu stellen und mit uns arbeiten. Aha, was denn für ein Account? Wie bitte? Was denn für einen Account? Account zu aktiver stellen. Aha, und was für ein Account? In Börse, Investitionen in Börse. Aha, und wo? Da können Sie auch mit diesem Account könnten Sie auch Ihre Profite ansehen, schauen und auch Ihre Gewinne und auch Ihr Geld, was Sie haben, alles. Verstehen Sie? Nee. Okay, also das ist die Investition in den Börse. Wo können Sie selbst investieren und für Profite behalten? Verstehen Sie das? Nee, nicht so wirklich. Das macht keinen Sinn, was Sie so sagen. Also haben Sie keine Erfahrung mit Onlinehandel? Mit Onlinehandel? Ja. Doch, ich habe ein eBay-Konto. Wie bitte? Doch, ich habe ein eBay-Konto. Also, das wirkt das Gleiche, aber das, nicht wie eBay. Also, ist gleiche Arbeit wie bei eBay, aber hier ist mehr privat. Bei uns, da können Sie mehr Geld gewinnen. Verstehen Sie? Also, nö, verstehe ich nicht. Bei eBay ist doch auch privat. Ich kann Ihnen es erzählen. Haben Sie einen Computer oder Laptop nach vorne? Wie nach vorne? Also haben Sie einen Computer, einen Laptop, Ihr Rechner? Ja, sowas besitze ich, ja. Haben Sie, ja? Laptop oder Computer? Wo ist da jetzt der Unterschied? Ist das Gleiche. Also, okay. Also bei mir Rechner, haben Sie TeamViewer oder Anydesk? Wozu brauchen Sie sowas? Wie bitte? Wozu brauchen Sie denn sowas? Damit ich kann nie, ne? Die Account erzählen und zeigen, da wo können Sie arbeiten, da wo können Sie Ihre Profite sehen und alles. Damit, wir machen das, damit wir können keine Fehler machen mit dem Viva oder mit Anydesk, deswegen. Ja, aber dazu müssen Sie doch nicht auf meinen Computer zugreifen. Nein, nicht zugreifen, das geht nicht. Doch. Erstmal, das ist nur zusammen verbinden, meine Computer mit Ihr Computer, damit Sie können keine Fehler machen. Verstehen Sie? Ich kann Ihnen es dann erzählen und dann können Sie alles verstehen, was ich erzähle. Ja, gebe ich Ihnen nicht. Also, ich bin ein Account-Manager, von was soll ich Ihr Datum haben? Ich habe Ihr Datum, also Name, E-Mail-Adresse und das war's. Verstehen Sie? Also, Ihr Mikrofon hat eine ganz, ganz schlechte Qualität. Wie bitte? Ich sagte, Ihr Mikrofon hat eine ganz, ganz schlechte Qualität. Mein Mikrofon? Ja, jetzt ist besser. Achso, ich hätte das zu näher, deswegen. Also, können wir bitte uns kurz verbinden und dass ich kann Sie zeigen? Das habe ich Ihnen doch schon beantwortet bereits. Ja? Die Frage habe ich Ihnen doch schon beantwortet. Ja, entschuldige, aber ich habe das nicht gehört, deswegen. Aha. Ja, dann sollten Sie lernen, uns zuzuhören. Ja, also, verbinden wir uns. Können Sie die neustellige Nummer geben? Können wir uns verbinden? Und kann ich Ihnen das erzählen und zeigen alles? Wo können Sie Profite viel behalten und wie können Sie arbeiten mit uns? Weil bei uns bekommen Sie auch einen Expertbroker dazu, dass er sich hält für jedes Problem, für Auszahlung, für mehr Profite behalten, also Ihr Profite zu verdoppeln. Ja? Was denn? Also, lass uns verbinden und ich kann Ihnen das alles zeigen, okay? Nee.
Also, okay, und aus welchem Grund? Ich sage nur mit einem guten Grund, damit wir können unsere Zeit gleichzeitig arbeiten und auch alles, dass Sie können alles verstehen. Was? Dass Sie können alles verstehen. Es geht nicht um Ihr Datum zu aufgreifen oder etwas so anderes. Es geht nur um Arbeit. Unsere Plattform zeigen, alles zeigen, wie bei uns das funktioniert und dann können Sie auch direkt auflegen. Verstehen Sie? Nee. Also lass uns das mal verbinden und dann verstehen Sie alles. Das habe ich Ihnen doch jetzt schon mehrfach beantwortet. Also, was können wir dann machen? Haben Sie Interesse über dieses Arbeit oder nicht? Woran? Über Investitionen in den Börse, da wo können Sie Profite behalten. Viele Profite gemacht. Investing. Kennen Sie Investing? Ja. Wie bitte? Ja. Wir arbeiten mit Investing. Zum Glück, dass Sie das wissen. Also wir arbeiten mit Investing, mit Kryptowährung, Aktien, Rohstoffe, Signalen. Verstehen Sie Forex? Und bei uns können Sie Ihr Konto aktiv stellen und mit diesem Account können Sie arbeiten. Verstehen Sie? Dieses Account ist wie ein Online-Banking. Ja, was denn für ein Account? Das war ja meine Frage ganz am Eingang. Also die habe ich ja bis jetzt noch nicht beantwortet. Ja, bekommen. Das ist ein Account wie Online-Banking. Und mit diesem Account können Sie Ihr aktiv stellen, Geld laden, Geld investieren, Geld nehmen. Verstehen Sie? Und Ihr Geld zu verdoppeln. Verstehen Sie mit der Arbeit? Das ist eine Arbeit in Investing, wo Sie können ohne Steuer das machen, ohne Steuer zur Bezahlung. Also illegal. Das ist legal? Nee. Das ist nicht illegal, das ist legal, das ist Trading, das ist Onlinehandel. Ja, da muss man aber in Deutschland auch Steuern zahlen. Also, die Steuer bezahlt die Kompanie für die Transaktionen oder was so anderes. Aber wenn Sie wollten zum Beispiel beim eBay etwas verkaufen, bezahlen Sie Steuer in Stadt? Ja, wenn man mehr als 165 Euro damit im Monat macht, muss man darauf auch Steuern zahlen, ja. Für das kümmern wir darum. Also, Sie brauchen keine Steuer zur Bezahlung oder etwas zu haben. Verstehen Sie? Einzige Steuer, das Sie müssen bezahlen, ist, wenn Sie Ihr Account laden. Ist diese Transaktion das nehmen für die 50 Cent von der Bank? Verstehen Sie? Nee. Nur das. Aber anders nicht, weil das ist eine Online-Arbeit, dass Sie können in Ihren Rechner machen und Profite und Geld gewinnen. Ja, muss ich ja trotzdem versteuern, sonst ist das ja Finanzbetrug. Nein, also das machen wir, weil wenn Sie mit uns Geschäfte machen, arbeiten, dann wir bezahlen das Steuer. Nee, das ist ja Quatsch. Nein, das ist nicht Quatsch, weil wir sind ein großes Unternehmen. Wie kann man das Quatsch sein? Natürlich muss ich Steuern darauf bezahlen, wenn ich mir das Geld auszahle. Muss ich erst beim Finanzamt angeben, natürlich. Nein. Doch? Nein. Doch? Deswegen jede Leute das... Ja, dann arbeiten Sie halt kriminell, wenn das bei Ihnen nicht so sein muss. Wie kriminell? Wie kann man kriminell sagen? Indem man das ausspricht. Wie das? Sie haben mich gefragt, wie man das Wort sagen kann. Und ich habe Ihnen geantwortet, indem man das Wort einfach ausspricht. Sie erklären mir gerade, dass Sie illegal arbeiten. Ich arbeite nicht legal. Doch. Nein. Doch, doch. Ich kann Ihnen zeigen, dass wir lizenziert sind und alles. Ja, aber wenn Sie jetzt hier gleich mit Steuerbetrug werben, dann ist das illegal. Das meinte ich für den Kunden. Wir arbeiten den Steuer in Stadt. Aber der Kunde bezahlt nicht für die Transaktionen. Ja. Weil der Kunde muss trotzdem darauf Steuern bezahlen auf seine Gewinne. Sie arbeiten nicht, mag mich nicht so wie ein schlauer Mensch, weil sie sind nicht. Ach so, das versucht mir die Kakerlake zu erklären, die gar keine Ahnung hat, wie das deutsche Finanzsystem funktioniert. Tja, und nun hast du dein Mikrofon aus, du Krimineller. Betrüger, Betrüger. Tja. Nun hat der Betrüger nur sein Mikrofon gestummt. Aber die Leitung steht noch. Interessant. So ist das halt, wenn man in einem betrügerischen Callcenter arbeitet, ne? Ja, von die IQ. Hallo? Ich verstehe Sie nur ganz schlecht. Hallo? Hallo, bin ich? Philipp Schneider?
Hallo? Hallo? Mich jetzt? Jetzt höre ich was, ja? Ja, okay. Philipp Schneider. Aber Sie sind sehr leise. Moment, bitte. Das hören wir jetzt. Philipp Schneider, hören ja. Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie, ja. Okay, ich bin von die BitIQ. Ich bin zuständig für die Anmeldung und die Registrierung. Okay? Sie haben bei uns registriert für die Bitcoin. Ist das richtig? Wann denn? Vor 2 Minuten, 3 Minuten. Ach, ich habe die Anmeldung von weil Sie bekommen. Ihr Firmenname sagt mir gar nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe keine E-Mail geschickt. Ich bin von Dexacoin. Ach so, ja. Ja. Richtig. Okay. Kann ich da fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit Kryptowährung? Nee. Okay. Okay, ich frage Sie, das ist ein automatisch Handlingssystem. Das läuft automatisch. Sie brauchen nicht unbedingt Erfahrung, aber Sie kriegen auch die Unterstützung von einem Berater, wenn Sie steigen ein. Aha. Okay. Ich muss Sie, wenn ich schicke Sie jetzt ein E-Mail, haben Sie die Möglichkeit, das E-Mail zu anschauen? Ja. Okay, gut. Nur für unsere Statistiker, was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Ja, da bin ich Fußbodenheizungswasserverkoster. Was bedeutet das? Was für eine Heizung? Ja. Okay, und wie alt sind Sie? 29. Okay, verheiratet, ledig oder geschieden? Nee. Nein, okay. Ich schicke Sie jetzt ein E-Mail. Ja. Moment. Ja. Moment, das dauert ja. 2 Minuten mit einem Sicherheitscode. Okay. Moment bitte. Ja. Wenn Sie steigen ein, was ja. Für lieber für Sie? Eine Banküberweisung oder mit einem Kreditcard? Das ist mir egal. Okay, ich mache eine Banküberweisung. Ja. Moment bitte. Ja. Darf ich den Namen von Sie? Moment bitte. Ja. Moment. Ja. Okay, ich hab das E-Mail geschickt. Also die E-Mail ist raus. Die E-Mail ist raus, ja. Ich gehe gleich mal gucken. Okay. Was haben Sie denn da reingeschrieben? Ich habe das alles reingeschrieben. Das steht auf der E-Mail Bankverbindung. Philipp Schneider. Okay, unsere Bank ist in Österreich. Ja. Okay. Minimum zum Einsteigen ist 500 Euro. So wenig. Und Sie können mit 1000 Euro einsteigen. Ja. Sie kriegen sofort einen Bonus. Okay, ist das interessant für Sie? Ja, Bonus ist immer interessant. Wenn es was gratis gibt, okay. Dann bin ich da der Erste. Okay, kann Sie das in die E-Mail anschauen? Ja, Moment. Ja. So, dann gehen wir mal gucken. Okay. So, dann habe ich Platz genommen auf meinem Stühlchen vorm Computer. So, bestätigen Sie Ihren Anlageplan. Ist es das? Nein. Nee? Das ist Bankverbindung. Bankverbindung Dexacoin. Das ist nicht gekommen. Nichts bekommen? Ich schicke das nochmal. Ja. Die E-Mail lautet Sean Steinfeger@googlemail.com. Ist das richtig? Nee, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Sie haben das die E-Mail geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Hoppala. Nein, das ist nicht hoppala. Das ist Sean Steinfeger@googlemail.com. Nee, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Das ist kein Fehler. Sie nee. Haben das E-Mail geschrieben. Aber da muss ein Fehler unterlaufen sein. Da habe ich keine E-Mail. Moment, ich schicke das nochmal. Ja. Moment. Ja. Moment, bitte. Ja. Moment. Ja. Okay, ich habe das E-Mail geschickt. Dann gucke ich da nochmal rein. Okay. So, da habe ich eine neue E-Mail bekommen. Jetzt beantragen zu 0 Euro Jahresgebühr. Kostenlose Kredite. Nein, nein, das ist nicht das. Nee, dann Bankverbindung vom Dexacoin. Dann ist das nicht gekommen. Das kann nicht sein. Ich habe keine Fehleranmeldung gekriegt. Weiß ich nicht, aber das ist nicht hier. Sie haben angemeldet bei uns. Ich habe die ja. E-Mail Sie hier und ich habe das geschickt. Haben Sie da jetzt die richtige E-Mail-Adresse? Ja. Okay. Sie haben das. Ja, das ist Steinfeger@googlemail.com. Ja. Richtig? Nee. Was ja, nein? Was bedeutet das? Sie sagen ja und dann nein. Na, da muss ein Fehler unterlaufen sein.
Das ist kein Fehler. Sie haben das E-Mail geschrieben. Hoppala, dann ist da ein Fehler unterlaufen. Das ist keine Hoppalade. Na, aber die E-Mail-Adresse stimmt ja nicht. Denn ich kann das nichts machen. Sie kann ein E-Mail zu mir schicken, wenn Sie wollen. Ich bin Philipp. Philipp at Dexacoin.com. Ja, Moment, dann muss ich eine neue E-Mail schreiben. Moment. Schreibe ich von meinem Vati eine E-Mail. Dann sag mal noch mal da die Adresse da deine. Philipp. Also P, H, ja? L, ja. I-P-P. Ja. Und dann? At. Dexa. Wie schreibt man das? D für Deutschland. Ja. D für E-Mail. Ja. X für X-Mail. Ja, ja. A für Anton. Ja. Und dann? Bindestrich. Ja. Bindestrich. Aha. Coin. Also zweimal. Coin. Das bedeutet Coin. Nicht zweimal, Coin. Einmal okay. Coin. Ja, und dann? .com. Aha. So, ich schreibe eine E-Mail. Was soll ich denn da reinschreiben? Test. Hab ich gemacht. So, dann gehe ich jetzt auf Senden. Okay. So, der E-Mail ist raus, aber da ist zurückgekommen. Da steht, kaputt. Aber Sie haben das falsch geschrieben. Bestimmt. Nochmal? Ich gehe nochmal auf Schreiben. So. Dann sag mal nochmal deine E-Mail-Adresse. Ja, ich habe keine nochmal E-Mail-Adresse. Herr Scheinfeger, ich habe nicht so viel Zeit für Sie. Ich habe viele, viele Kunden, die steigen ein. Oh. Sie haben eine E-Mail von uns. Die E-Mail stimmt. Ich glaube schon, Sie werden ein bisschen Spaß mit mir machen. Ja, aber okay, die ist doch nicht angekommen, die E-Mail. Na, und ich bin nein, ja nicht bei hier Google Mail. Ich bin ja woanders. Okay, wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen alles gut, bleibt gesund und auf Wiederhören. Betrüger! Ah? Guten Tag, lieber Steinfeger. Ja? Emilia Hart ist mein Name. Okay. Wir haben schon gesprochen, ja? Kann sein. Also, sind Sie jetzt verfügbar? Ja. Okay, also, wenn Sie möchten, wie können Ihr Konto aktivieren? Ja. Okay. Herr Steinfeger, haben Sie Visa-Card, ne? Senf. Wie bitte? Ja. Okay, Herr Steinfeger, sind Sie am Computer oder am Handy? Honigbiene. Wie bitte? Ja, ja. Computer oder am Handy? Am Computer. Okay, also bitte gehen Sie auf unser System, auf unsere Plattform. Blumenwiese.com. Und dann? Bitte schreiben Sie Hagelschaden. Benefit.com. Ja, da bin ich drauf. Okay, was sehen Sie gerade? Auf der Webseite? Ja. Bei Ihnen sägt da einer im Hintergrund was. Sie sollen einloggen. Senfpanade. Hallo? Ja, ich höre Sie. Aber Sie sagen ja gar nichts. Also, bitte schreiben Sie benefits.com. Ja. Das ist unsere Plattform, heißt benefits.com, ja? Und nun? Hallo? Ja. Haben Sie gemacht? Ja. Und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Passwort ein. Okay. Okay. Weiter. Ja, und dann? Gurkenwasser. Was muss ich jetzt machen? Also, sind Sie jetzt online? Ja. Nein. Doch. Hier oben steht Account, Trading Room, Deposit, Lockout, Menü. Ich kann Ihnen online nicht sehen. Weiß ich nicht. Und dann steht hier Account Summary, Personalinfo, Deposit, Vistraval, Interval, Transfer, Transaktionsdokuments,
Kreskajare Trading rum. Chose your okay. Method. Und was muss klicken ich da jetzt? Klicken Sie Deposit. Ja, aha. Spanferkel. Was muss ich da jetzt machen? Scrollen Sie diese Seite am unten. Honigbienchen. Was mache ich da nu? Jetzt ist da alles drin, so wie das sein muss. Was sehen Sie gerade? Schmetterling. Wie bitte? Da oben ist so ein großes B mit so was Gelbes dran. Und oben sind so, kommt so Konfetti raus. Und dann kommt Welcome. Und dann daneben, da hinten steht dann Account und Trading Room, Deposit und Logo. Okay. Klicken Sie Deposit. Ja, aha. Haben Sie geklickt? Aber natürlich. Hab ich gemacht. Jetzt steht da, ohne Ohr, more of the vieles in, is incorrect, Blase, check all the vieles an drei Agan. Scrollen Sie diese Seite. Ja. Ab unten. Und denn? Was sehen Sie gerade? So, wo man was tragen kann, ein, für so schreiben rein. Sehen Sie Credit Card? Jo. Hab's. Alles drin. Und nun? Steinfeger? Ja. Also, wenn Sie Ihr Konto aktivieren möchten, also Sie sollen Ihre Visa-Card, Kreditkartennummer geben. Ja, das ist unser Mindestbetrag 250 Euro. Ja. Okay. Sie sollen Flaschenpommes. Sie sollen Ihre Visa-Card-Nummer und alle detaillierten Informationen geben, ja? Okay. So, habe ich gemacht. Wie schnell? Na, habe ich rein, ja? Du musst doch nur Kartennummer und so abschreiben, geht doch schnell. Busfahrer. Okay. Spritzgebäck. Was sehen Sie? Das ist eine weiße Seite, also kommt nichts weiter. Steinfeger? Jo. Was ist Ihre E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse? Info@zeichnet. Was? Was ist Ihre E-Mail-Adresse? Na, die da im System drin steht. Ja, genau, aber ich kann nicht sehen für Ihre Sicherheit. Oh. Können Sie mir eine E-Mail senden? Was? Können Sie mir eine E-Mail senden? Ein Happy Mail. Oder was? Eine E-Mail, zum Beispiel, können Sie eine Hallo schreiben. An wen denn? Herr Steinfeger, das ist einfacher, ja? An wen soll ich das schicken? Herr Steinfeger, nutzen Sie E-Mail, ja? Ja, natürlich. Das habe ich auf jeden Fall. Und da schreibe ich auch öfters mal eine E-Mail. Und manchmal kommt da auch eine E-Mail zurück. Und dann kann ich da auch manchmal was lesen. Und da steht manchmal auch was drin, dann, wenn ich da so eine E-Mail bekomme. Das ist manchmal so, ja. Das ist mir jetzt nicht neu. Das kommt öfters mal vor, dass ich das mal benutze und dann da mal was schreibe. Jo. Ich habe Ihnen eine E-Mail gesendet. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Apfelmus. Ja? Haben Sie erhalten meine E-Mail? Ich gehe mal gucken. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail und Stammbad. Entschuldigung. Bitte, Sir? Ja, ich habe gesagt Entschuldigung. Okay. So, hallo Herr Steinfeger. Ich rufe dich an. Kannst du mein Telefon beantworten? Genau. Ja.
Okay, super schön. Also, ich werde Ihnen eine Aktivation-Link senden, okay? Okay, let's go! Also, Herr Steinfeger, möchten Sie Ihr Konto aktivieren, ne? Ist das wichtig? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie Visa oder Mastercard? Eine Visa-Karte. Hallo? Eine Minute bitte, warten Sie ganz kurz. Hallo? Hallo? Ja? Ich habe Ihnen eine Aktivation-Link gesendet. Ich gucke mal rein. Jetzt. Angekommen. Okay, super. Sie sollen Ihre Visa-Card Informationen ausfüllen. Ja. Habe ich, ja? Sicher? Ich bin auf der Seite jetzt. Sind Sie sicher? Ja, auf der Seite, die Sie gerade da geschickt haben. Wenn Sie gemacht haben, können Sie mir senden. Was? Wenn Sie gemacht haben, können Sie mir eine Secret Chat senden? Ein was? Ein Secret Chat, ein Foto. Ach so, ja, na klar. Ja, ich weiß. Wie mache ich das? Hallo? Können Sie mir eine E-Mail senden? Ein E-Mail? Ja. Klar. Da steht ein Serverproblem. Was ist ein Problem? Ein Serverproblem. Occurred when trying to process the request. Steinfeger. Ja. Können Sie mir eine E-Mail senden? Ach, eine E-Mail soll ich senden. Aber natürlich. Ja. Soll ich auf Antworten klicken? Antworten? Eine E-Mail. Habe ich gemacht, ja? Und jetzt? Nicht eine E-Mail, wenn Sie eine Aktivation-Link. Ja, ich Ach habe Ihnen so. Ein... Habe ich gewendet? Nein. Doch. Habe ich gesendet? Eine Minute. Ja. Thank you.
Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Hubschrauber. Ja. Ich bin Nancy Koch. Mhm. Ich melde mich, weil Sie haben versucht, einen Online-Handelskonto zu aktivieren. Mhm. Ja, es geht um Bitcoin. Ja. Also, haben Sie Erfahrung bis jetzt? Nee. Nee? Nee. Also, Sie haben zwei Möglichkeiten zum Handeln. Automatisch mit einem Roboter oder mit einem Broker. Wenn Sie haben nicht so viel Zeit, ich empfehle Sie die erste Möglichkeit mit einem Roboter oder mit einem Broker. Mit einem Broker ist es sicher. Sie bekommen also von der Broker Signale, wann ist der beste mögliche Zeit zum Handeln. Also, was haben Sie dabei? Denn? Haben Sie PC oder Smartphone? Ach so. Ja. Habe ich. Bitte? Das ist vorhanden in meinem Repertoire. Ich höre Sie sehr schlecht. Noch einmal bitte? Ich sagte, das ist vorhanden in meinem Sortiment. Ja, ja. Damit ich kann Ihnen helfen, das Konto zu aktivieren. Oh, das klingt aber gut. Also? Mhm, ja. Haben Sie Smartphone dabei? Natürlich. Bitte? Natürlich. Also, ja. Öffnen Sie bitte auf Play Store. Mhm, ja, das habe ich getan. Anydesk-Programm. Was für ein Ding? Bitte? Was? Anydesk. Anydesk, was ist das? Es ist ein Programm, ja. Damit kann ich Ihnen leichter begleiten, um das Konto zu aktivieren. Oh, das klingt aber schmutzig. Ich mag Warum? Das. Warum? Mhm. Also, Herr, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Also, sind Sie YouTuber, oder? Nein. Und Sie? Was arbeiten Sie? Was ich arbeite? Ja. Ich arbeite in der Küche. Der Küche? Okay. Ja. Also, benutzen Sie WhatsApp unter dieser Telefonnummer. Eine was? Eine Wasserpumpe? Ja. Nee. Nee. Nein, nein. Also, hier habe ich Ihre Mailadresse. Ich schicke Ihnen einen Link. Oder Sie ja. können auf Google öffnen. Okay. Damit bin ich einverstanden. Also, öffnen Sie bitte auf Google. Ja. www. www. Ja. Ja. Gardarian. Was? Gardarian. G. Ja. A. Ja. R? Ja. Und nun? Bitte? Und nun? Gardarian, also G-U-A-R-D-A-R-I-A-N. Ja. Und dann? Also, haben Sie geöffnet? Ja. Was sehen Sie vor? Die Google-Suchergebnisse. Hallo? Ja. Was sehen Sie vor, Herr? Die Google-Suchergebnisse. Also, Gardarian, haben Sie geöffnet? Gardarian, ja. Habe ich auf Google eingegeben und nun habe ich die Google-Suchergebnisse. Also, öffnen Sie Gardarian.com. Es ist ein Blau-Programm. Oder das haben Sie nicht Seite. Gesagt. Gardarian. Was ist das? Diese Seite ist mir nicht bekannt. Was ist das für eine Seite? Also, G-U-A-R-D.
G-U-C-A-R-I-A-N. .com. G-U. Wieso G-U? Ohne G-U. Mit kleine U. Was? U wie Ulrich. Ja. Haben Sie geöffnet jetzt? Ich habe Gardarian. Ja. Ja. Und nun? Haben Sie es geöffnet? Ja. Und was sehen Sie vor? Einen hässlichen Mann. Bitte? Einen hässlichen Mann mit schlecht ausgeschnittenen Haaren. Sie sind sehr komisch. Okay. Okay, Herr, möchten Sie treten, oder? Was möchte ich? Treten! Aktivieren Ihr Konto! Ja. Also. Haben Sie geöffnet? Ja. Da seid ihr. Ich sehe jetzt hier diesen hässlichen Mann, der so eklig grinst. Mit der Warze am Kinn. Und der Brille. Und die Haare sind ganz schlecht ausgeschnitten. Im Hintergrund befinden sich bunte Vierecke und leicht transparente Punkte. Und der Hintergrund hat die Farbe blau bis lila. Oben steht also Kontakt. Also es ist ein blaues Programm. An der rechten Seite gibt es hier die Betrag. Wie viel wollten Sie investieren? Weiß ich nicht. Hier ist ein hässlicher Mann auf der Seite. Okay, ja. Ciao. Bin ich nicht auf der richtigen Seite gelandet? Altes Brot? Steinfeger, richtig? Herr Steinfeger? Ja, schon Steinfeger. Grüße Sie. Mhm. Hier ist eine Goldman am Apparat, Finanzberater bei Bitcoin Billionär, wo Sie auch eine Anmeldung gemacht haben. Ja. Genau, ich wollte Sie bei der Aktivierung weiterhelfen. Ich sehe, dass Sie nicht weitergekommen sind. Ich wollte Sie fragen, wo Sie Probleme getroffen haben oder haben Sie Fragen noch, wie das Ganze funktioniert. Hören Sie mich? Ja. Genau. Sie sind nicht weitergekommen, oder? Wo denn? Bei der Anmeldung, bei Bitcoin Billionär. Ach so, ja, da ging nicht weiter. Seite kaputt. Bitte? War die Seite kaputt? Was war denn kaputt? Die Seite, die ging nicht. Ich höre Sie kaum. Können Sie etwas deutlicher reden, bitte? Dem Seite, der war kaputt. Genau, und wir können zusammen auch Deaktivierung machen. Okay, toll. Was heißt denn toll? Ja, mach mal. Ja, sind Sie interessiert? Möchten Sie das Konto aktivieren? Ich habe keine Zeit, dass Sie spielen. Toll und so weiter. Wieso? Was machen Sie denn da? Bitte? Was denn? Was denn? Denken Sie, dass Sie Witze hier machen oder was? Wieso? Hören Sie mich lachen? Ich rufe Sie an von einem Unternehmen, du Idiot, du verfickter Hurensohn. Was haben Sie denn für Komplexe? Und du versuchst auch Spiele zu machen. Stimmt irgendwas mit Ihnen nicht? Nee, stimmt mit Ihnen irgendwas nicht. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ich rede doch Deutsch und ja. Sie müssen auch Deutsch reden. Ja, ich rede ja Deutsch, besser als du. Genau, nicht frech. Ich bin ja nicht frech. Genau. So, ja. Wieso haben Sie die Anmeldung gemacht? Weiß ich nicht, aber ich glaube, bei Ihnen muss ich nichts investieren, wenn Sie mich beleidigen. Natürlich müssen Sie nicht investieren. Wieso? Wozu brauchen wir solche Säcke hier bei uns? Tja, so ist das halt als Betrüger. Ja, bei dem Betrüger. Sie sind ein Vollidiot. Ja, und Sie sind ein Betrüger. Okay, ich bin ein Betrüger. Ich verdiene Geld. Du bist dumm und du bleibst dumm und du stirbst auch dumm. Ja? Ja. Das ist aber schön. Das ist aber schön, ja? Ja. Immerhin verliere ich mein Geld nicht bei Betrügern. Was? Immerhin verliere ich kein Geld bei Betrügern. Genau, du solltest auch nicht... Sie sind ohne Ziele im Leben. Hast ja? du Zähne im Mund? Weil du hörst dich so an, als hättest du keine Zähne in deinem Gebiss. Nein, nicht Zähne, ohne Ziele. Ziele. Ja, aber das hört sich so an, als hättest du keine Zähne im Mund. Hast du dein Gebiss vergessen, bevor du zur Arbeit gefahren bist? Du nuschelst. Was habe ich vergessen? Dein Gebiss. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich ja gesagt. Hast du vergessen. Gestern vergessen. Wer bist du denn?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du gar nicht mal vernünftig Deutsch sprechen kannst. Ist doch scheißegal. Du verstehst mich doch, oder? Nee. Nein? Nein. Was verstehst du denn nicht? Ja, warum du zum Beispiel die Leute betrügst. Ich betrüge doch nicht die Leute. Doch. Nein. Doch. Gib mir einen Beweis, dass ich die Leute betrüge. Naja, so wie du redest. Ich meine, deine Wörter sind ja schmutzig. Wahrscheinlich so wie der Rest natürlich, von dir. Du bist als Person schmutzig. Und ja. dein Mund ist auch sehr schmutzig. Und du bist eine schmutzige Person. Auf deinen Mund. Ja. Du verfickte Hund. Ja, du bist ganz schön schmutzig. Ich rede, du hast eine Anmeldung gemacht, oder? Nein. Wie nein? Wer hat die Daten und deine Telefonnummer hier eingegeben? Dein schmutziger Chef hat die geklaut, die Daten. Nein, mein schmutziger Chef. Ja, dein Chef ist eine Lady. Nur dein Mund ist so schmutzig. Ja, und du lässt dich von einer Lady rumkommandieren. Dein Chef trägt bestimmt Hackenschuhe. Ich kann mir vorstellen, hast du gerade ein Kleid an? Hast du gerade ein Kleid an? Hast du gerade ein Kleid an? Sie sind dreckig, oder ja. Du bist dreckig, wieso okay. Nenne ich dich Sie? Also ja. Sie, als ob Aha. Sie ein... Schön. Hast du gerade ein Kleid an? Was habe ich? Ich habe hier auch ein Holz, den ich auf deinen Arsch reinstecken kann. Hast du Lippenstift dran? Genau, auch Lippenstift ja. Habe ich auch an. Ja, das glaube ich dir sofort und dein Chef, der trägt Hackenschuhe. Ja. Ja, dein Chef steht auf Kleider, oder? Auf jeden Fall, Witze können Sie nicht machen. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer Ihnen gesagt Schön. Hat, dass Sie Witze Prima. Erzählen können, aber Super. Du ja. Kannst keine Witze erzählen. Okay. Mensch. Du kannst aber keine Toll. Witze erzählen. Du bist aber armselig. Ja, geh am besten wichsen da bei dir, aber auf deinem Zimmer. Ja. Das kannst du ja. Das kann nur okay. Etwas kannst du ja wichsen. Okay. Nur wichsen. Kannst ja. Du ja auf dein Zimmer. Das nicht ist aber mehr. Schön, dass du mir das nicht mehr. Mitgeteilt Wichste, hast. Weil du hast noch nie auch eine Freundin gehabt. Okay. So wie du redest, ja. Findest du auch keiner, weil du so hässlich bist. Ja. Und du bleibst immer hässlich. Vielleicht habe ich das ja von dir geerbt. Bitte? Was, vielleicht habe ich das ja von dir geerbt. Was hast du von mir geerbt? Ja, das hässliche Gesicht. Das hässliche Gesicht? Ja, ist von dir. Kann sein. Ja. Ich bin ja doch ein Betrüger, ich betrüge ja. Die Leute, ja. Betrüger sind schmutzig. Vor, wie viel Geld ich verdiene. Ja. Als ob ich Leute betrüge. Ja, machst du doch gerade. Ja, es ist ja. Eine Ausnahme jetzt. Ja. Weil du ja so fresh warst und mir ja. Scheißegal dieses Job. Ja. Verstehst du? Okay. Auch wenn ich morgen weggehe. Du klingst Aber so, trotzdem. Du klingst so, als wäre dein Schlüpfer ganz schön eng. Ja, dein Arsch ist eng. Ja, das weiß ich. Dein Arsch. Ja. Dein Arsch. Ja. Solltest du ein Holz mitnehmen und genau du da... Du bist ja süß. Dein Arsch. Du bist ja süß. Schnuckelchen. Ja, wie eine kleine Honigbiene. Wow. Ja. Wow. Ja, eine kleine Honigbiene. Was kannst du außer Wichsen auf dein Zimmer? Was weiß kannst ich nicht. Du außer Wichsen? Keine Ahnung. Hast du schon mal... Hat dir jemand auf deinen Mund gespritzt oder so? Kann sein. Halt, bestimmt, ja. Weil du bist ein dreckiger Schwuler. Ja, okay. Ja, hört sich so an. Aber du auch. Ich doch schwul, ich doch nicht schwul. Doch. Nein. Doch, die perversen doch, Dinge, die du mir erzählst, das kann ja nur von so einem kommen. Also musst du ja auch drauf stehen, sonst würdest du ja gar nicht auf die Idee kommen. Ich glaube, du hast bestimmt einen Freund. Zieht dein Mann auch Kleider an? Und Lippenstift? Ja? Sitzt du manchmal unter dem Schreibtisch von deinem Chef? Ja, genau. Ja, das glaube ich. Das heißt, du warst doch schon mal unter dem Tisch von deinem Chef, oder? Genau so, du träumst doch so, ne? Ja, hab ich alles von dir gelernt. Du bist selber dumm. Ja. Du bist so dumm, dass du dich vorstellen kannst. Ja. Du denkst, dass du Sachen sagst, die machen Sinn, aber die machen keinen ja. Sinn, das, was sie. Gib mir schmutzige Tiernamen. Böser Schmetterling. Na? Genau, auf deinen Arsch, genau. Ja. Auf deinen Arsch, auf deinen schmutzigen Arsch. Oh,
schön. Ja. Ja. Mhm. Genau. Toll. Hast du ein Auto? Ja. Komm deine Mutter abholen. Die ist bei mir. Ja? Ja. Das ist aber nett. Dass du auf meine Mutti aufgepasst hast. Komm. Ja. Oh, jetzt bist du böse, aber? Nö. Jetzt bist du sauer, ist ne? Ist doch schön. So, wie alt bist du denn? Ich? Hab ich vergessen. Hast du vergessen. Das musst du doch wissen, Papa. Wie ist dein Name? Steht doch da bei dir in deinem komischen Computergerät. Echt? Ja. Seit wann? Ja. Seit wann? Mhm. Honigbiene. Seit wann sind Sie so schwul geworden? Honigbiene. Oh? Ja, hallo, guten Tag, sprechen mit Herr Gerold Steiner. Kann sein, ja. Okay, immer Brenda am Apparat. Die Gäste sind heute alles gut? Prima. Okay, schön. So, ich melde mich von Investing Academy Globales Börse. So, ich habe ein paar Informationen zu teilen mit Ihnen über Online-Trading. Zu erklären Sie, wie es funktioniert. So, wissen Sie, was Online-Handel ist? Haben Sie gehört über Online-Trading? Ja, Amanda? Ja. Ja, wissen Sie, was Online-Handel ist? Ja, hier so mit Amazon und so. Okay, so, haben Sie eine Erfahrung mit Amazon? Ja. Okay, so, was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute Erfahrung, eine schlechte Erfahrung? Ja. Kam immer alles pünktlich zu Hause an. Wie bitte? Es kam immer alles pünktlich zu Hause an. Eine gute Erfahrung. Mhm. Wie bitte? Ja. Okay, so momentan sind Sie aktiv? Wie meinen Sie das? Momentan sind Sie aktiv? Wie meinen Sie das? Okay. So, ich habe ein paar Informationen zu teilen mit Ihnen über unser Unternehmen, ja? Aha. So, haben Sie Zeit? Okay. Ja. Warten Sie ganz kurz in die Leitung, bitte. Ich habe hier den besten Experten für Sie. Okay? Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag. Patrick Larsson bin ich am Telefon. Grüß Gott. Also, ich bin der Finanzberater von der Firma Velocity TradeFX und wo wir beschäftigen, also mit verschiedenen Aktien in Deutschland, also mit Aktien, mit Währungen und Kryptowährungen und Forex. Also, wenn ich fragen darf, Sie sind momentan aktiv, Sie handeln mit dem, also, mit dem Rohstoffen, oder? Was? Also, momentan, zurzeit, sind Sie also aktiv an der globalen Börse? Nee. Haben Sie mit dem Amazon gehandelt? Nee. Also, haben Sie mich verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Ein bisschen. Also, momentan, haben Sie Geld investiert bei dem Amazon? Nee. Oder? Nein. Noch nicht. Also, Sie haben keine Erfahrung gehabt an der globalen Börse. Genau. Okay, also der Grund, was ich Ihnen heute telefoniert, ich würde Ihnen also ein paar wichtige Informationen mitteilen, wie es das geht, wie es das funktioniert, wie kann man beschäftigen und was für ein Unternehmen wir sind. Also momentan sind Sie zu Hause, haben Sie jetzt genug Zeit? Ja. Okay, was nutzen Sie, also Laptop oder Rechner? Was? Oder Computer. Haben Sie Computer oder Laptop dort? Wo? Okay. Könnten Sie sich also, ich werde also in, wir werden uns also eine Verbindung zusammen zu haben und in die gleiche Zeit werde ich meine Unternehmen verstellen und danach werde ich Ihnen eine technische Analyse machen kann. Okay, gehen Sie, was nutzen Sie, Mozilla Firefox oder
Google Chrome. Den Tor-Browser. Wie bitte? Den Tor-Browser. Okay, also Google Chrome, haben Sie es nicht? Nee. Okay, also... Ein Moment, schreiben Sie ganz oben. Ganz oben? Ja. Ich bitte Sie ganz oben zu schreiben. Hm. A wie Anton. Ein Anton, ja. N wie Nordpol. Nordpol, ja. Y. Deutschland. Deutschland. Haben Sie Deutschland geschrieben? Ja. Und Emily. Emily, ja. Emily Siegfried Kaufmann. Moment. Emily Siegfried. S wie Siegfried und nochmal Kaufmann. Kaufmann. Punkt ja. Com. Punkt com, und ja. Drücken Sie beim Suchen und sagen Sie mir, was Sie schauen. Die Seite wurde nicht gefunden. Also haben Sie anydesk.com geschrieben? Nee. Sie haben doch gesagt, hier Anton, Nordpol, Y? Und Y, genau. Deutschland, Deutschland Emily, Emily, nochmal Emily und Siegfried Kaufmann.com. Wenn wir, nein, nicht zweimal Emily, also nur einmal Emily und danach kommt Siegfried und danach kommt Kaufmann. Achso, dann muss ich einmal Emily löschen, Moment. Ja, einen Moment. Die Seite wurde nicht gefunden. Also, haben Sie nochmal, ich buchstabiere nochmal. Anton. Moment. Nordpol. Anton, Y. Moment, Anton. So, Nordpol, ja. Hammer, ja. Y habe ich auch, ja. Deutschland. Deutschland, ja, habe ich. E wie Emily. Ah, Moment, da ist der Fehler. E wie Emily, ja, genau, ja habe ich. Ja, vielleicht. Und S wie Simon oder wie Siegfried? Moment, Emily und dann S. Kommt ein S wie Simon. Simon oder. Und ein K wie Kaufmann. Moment, nicht so schnell. So schnell bin ich nicht im Schreiben. S. Okay. Okay. S wie. Simon. Oder Siegfried. Mhm. Genau, habe ich ja. Und dann kommt Siegfried Kaufmann. Kaufmann, genau. Und danach ein .com. Ja, habe ich so geschrieben, ja. Okay, eine lange Adresse. Schreiben Sie mal suchen und was kommt? Die Seite wurde nicht gefunden. Aber... Okay, was haben Sie mit mir, Rechner? Haben Sie eine, in dem TeamViewer haben Sie? Was? Der TeamViewer. TeamViewer ist eine Applikation, wo könnten wir miteinander verbinden. Kenn ich nicht. Okay, also, aber wie ist das nicht möglich? Also, wo haben Sie also AnyDesk? Das kommt AnyDesk oder kommt gar nichts? Da habe ich Ihnen ja vorgelesen, was dann kommt. Oder vielleicht Sie haben das nicht also richtig geschrieben. Also ich habe geschrieben www. Und dann Anton, Nordpol, Y, Deutschland, E wie Emily, S wie Simon oder Siegfried, Siegfriedkaufmann.com. Genau. Habe ich so geschrieben, ja. Also, haben Sie zweimal S geschrieben oder nur einmal? Ich habe zweimal Siegfried. Nein, nur einmal. Achso, dann mache ich einmal weg. Moment. Ja. Die Seite wurde nicht gefunden. Ist auch ziemlich lang, die Domain. Nein. Ich glaube das nicht. Der hat ihn falsch geschrieben. Also, AnyDesk. Ich habe doch vorgelesen, wie Sie gesagt haben. Okay, nochmal, also wir versuchen nochmal. Also, Moment, A, ich mach nochmal alles weg. A. So, also A, ja. A, N. A, N. Y. Ja, Y. D, ein D. D. Nochmal, einmal ein D. Ein D, ja. Okay. Und nach dem D kommt ein E.
Ja. Und ein S. Ja. Und ein K. Ja. Und danach .com. Die Seite wurde nicht gefunden. Oh mein Gott. Okay, also ich weiß es nicht, was, warum das. Okay, schreiben Sie in der Mitte. Nicht ganz oben, aber in der Mitte. Da ist ja nichts in der Mitte, da steht, die Seite wurde nicht gefunden. Okay, also vielleicht haben Sie mit also mit dieser Applikation, also nutzen Sie Antivirus in Ihrem Rechner? Nee, da ist kein Virus drauf. Ja, vielleicht es ist wegen Ihr Antivirus. Deaktivieren Sie Ihr Antivirus, bitte? Habe ich ein Virus auf dem Rechner? Ja, genau, ich weiß. Deswegen kommt wegen das, also. Lass das nicht. Weil so arbeiten wir mit unserer Kunde. Deswegen mache ich da, also, ich habe also 40, also Verbindungen, ein paar Tage. Und dann weiß ich schon, also wie es das geht und wie es das funktioniert. So. Oder haben Sie auch Opera? Ich habe ein Opa, ja. Okay, schreiben Sie ganz oben. Wo denn? Der ist gerade nicht da. Wem dem Opera? Mein Opa ist nicht hier. Also momentan. Mozilla Firefox. Was ist das? Also Mozilla Firefox ist so wie gleich so wie Google.com. Wie Google. Also, gehen Sie beim der Mozilla? Bei was? Beim der Mozilla Firefox. Was ist denn das? Oder bei dem Google. Schreiben Sie beim dem Google, bitte. Also, Anydesk. Soll ich im Tor-Browser den Google öffnen? Ja. Ja, habe ich. Okay, schreiben Sie A wie Anton. Moment, A wie Anton, ja. Ja, N wie Nordpol. N wie Nordpol, ja. Ja. N wie Nordpol, Y. Moment, N wie Nordpol, Y. Ja. Deutschland? Ja. Und dann? Also, und wo sind Sie? Also beim E oder beim D? Na, Deutschland. Okay, E wie Emily? Habe ich ja, E wie Emily. Okay, sind Sie bei dem E? Haben Sie E geschrieben? E wie Emily, ja. Okay, und ein S wie Siegfried? S wie Siegfried. Und ein K wie Kaufmann. K wie Kaufmann. Ja, habe ich. Drücken Sie bitte. Okay, suchen Sie jetzt. Und sagen Sie mir, was ich schaue. Welche Google-Suchergebnisse? Die erste Webseite heißt virecloud.de, die zweite placechell.de, die dritte welt.de, die vierte de.wikipedia.org. Dann kommt leicht-deutsch-lernen.com, dann kommt The Remote Software, Anydesk, haben Sie Anydesk.com, schreiben Sie eine .com. Also soll ich oben alles wieder rauslöschen? Nein, löschen Sie nicht alles, also wo Sie jetzt sind, also bei dem Anydesk, schreiben Sie .com. Also das soll ich noch dahinter schreiben dann? Also ein Punkt? Ja. Und komm. Ja, habe ich gemacht. Wie Cäsar, O wie Otto. Okay, drücken Sie jetzt. Ja, es kommen die gleichen Suchergebnisse.
Okay. Moment. Okay. Stopp. Oder TeamViewer. Oder könnten Sie sich also der anderen, also T, ich werde Ihnen also eine andere geben, eine andere Applikation. Also T, schreiben Sie T. Sind Sie da? Hallo? Hallo? Sind Sie da? Hallo? Sind Sie da? Hallo? Hallo? Wunderschönen guten Tag, Herr Schluckspert. Liu Meier ist am Apparat von der EFL Training. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse geäußert haben. Herr Schluckspert, wie weit sind Sie damit? Mit was? Es geht zum Onlinehandel. Mit Onlinehandel? Genau, Sie haben bei uns registriert. Okay, was meinen Sie denn da genau? Onlinehandel. Handel zum Beispiel mit Krypto, mit Aktien und Sie haben Möglichkeit, damit Geld verdienen. Haben Sie es schon gemacht oder haben Sie gar keine Erfahrung in diesem Bereich? Nö, auch gar keine Ahnung. Von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Von AFL Training. Aha. Okay, na, Herr Schluckfest, ich werde alles erklären, wie das alles funktioniert und was unser Angebot ist. Aha. Okay, zum Ersten, wie Sie gesehen haben, die letzte minimale Summe ist 250 Euro. Und mit diesen 250 Euro, Sie können Ihrem offiziellen Handelskonto aktivieren und Handelsprozess anfangen. Und dann bekommen Sie Unterstützung von unseren Finanzexperten. Die machen alles für Sie, zum Beispiel fundamentalische, technische, statistische Analysen. Was bedeutet, dass Sie brauchen gar nichts zu tun. Und auch gar keine Erfahrung. Okay. Herr Schluchzer, haben Sie noch Fragen oder haben Sie damit einverstanden? Nö, ich verstehe nur Bahnhof. Bitte? Nein, verstehe ich nicht. Okay, dann stellen Sie bitte mehr Fragen. Was haben Sie nicht verstanden? Na alles, ich weiß gar nicht, worum es geht. Wie ich gesagt habe, es geht zum Online-Handel. Sie haben Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt zu handeln, mit Krypto oder mit Aktien und damit Ihre finanzielle Lage verbessern. Und Sie bekommen von unserer Seite Unterstützung von erfahrenen Finanzexperten. Sie haben mindestens 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Alles klar jetzt? Nee, überhaupt nicht. Okay, dann sagen Sie mir bitte, was haben Sie nicht verstanden? Ja, das alles, ich weiß gar nicht, was das ist. Was meinen Sie genau? Na alles, ich weiß gar nicht, was das da macht, was ich davon hab, was das soll, was Sie das, keine Ahnung. Okay, zumindest Sie aktivieren mit Ihrer Kreditkarte oder mit Ihrer Online-Banking, Ihrer offizielle Handelskonto. Sie machen eine ganz normale Überweisung, zu der nur Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort Zugang haben. Ich meine, das ist Ihr eigenes Handelskonto. Und dieses Geld, Sie können Ihre, haben Sie eine schlechte Verbindung vielleicht. Ihre Akustik ist sehr schlecht. Genau. Ich höre meine Stimme zurück. Okay, na, zu der nur Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwortzugang haben und dieses Geld kann jederzeit abgehoben werden. Aha. Ja, und danach bekommen Sie einen Anruf von unseren Finanzexperten und dann werden Sie zusammen entscheiden, wollen Sie mit Kryptohandel oder mit Aktienhandel, mit welcher Krypto, mit welcher Aktien und so weiter. Dann werden Sie auf dem Finanzmarkt den Handelsprozess anfangen und Sie müssen nur wöchentlich zweimal kontrollieren, wie viele Gewinne haben Sie und so weiter. Wie ich gesagt habe, Sie brauchen dafür keine Erfahrung, keine Kenntnisse und so gar nichts zu tun.
Ja, zum Beispiel, Sie können auch Probezeit nehmen, das ist 2 Wochen. Was bedeutet, dass Sie werden Ihr offizielles Handelskonto aktivieren mit Minimumsumme, aber Sie anfangen keine Handelsprozess. Sie werden versuchen, wie das alles funktioniert, aber Sie bekommen keine Gewinne und natürlich sind Sie auch gar nicht verloren. Aha. Okay, welches ist besser für sich? Weiß ich nicht. Ich kenne mich ja da nicht aus. Okay, dann machen wir es so. Jetzt können wir Ihr Handelskonto aktivieren. Dann bekommen Sie heute Anruf von unseren Finanzexperten und dann machen Sie Ihre sichere Entscheidung. Aha. Okay, normalerweise benutzen Sie eine Visa oder Mastercard? Nee, sowas habe ich nicht. Okay, dann machen wir es mit eurem Online-Banking. Haben Sie PC oder Laptop? Was macht das für einen Unterschied? Bitte? Was macht das für einen Unterschied? Ja, wir machen eine ganz normale Überweisung mit Ihrem Online-Banking auf Ihr eigenes Handelskonto. Ja, aber wozu brauche ich jetzt da den PC? Sie können diese Überweisung mit Ihrem PC oder Laptop machen. Das ist ganz einfach aus Ihrem Handy. Nee, aber Online-Banking habe ich ja nicht. Okay, dann schalten Sie bitte mir einen Lautsprecher. Und dann? Dann ich werde per E-Mail unsere Daten schicken, ich meine Bankdaten. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Schule, L wie Ludwig, O wie Ulrich, S, K, S, E, Emil, C, ht@gmail.com, richtig? Nö, klingt irgendwie falsch. Okay. Dann buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Also die ganze E-Mail-Adresse soll ich buchstabieren? Bitte? Sie brauchen die ganze E-Mail-Adresse. Ah, was meinen Sie? Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse und per E-Mail Sie bekommen unsere Bankdaten. Okay, also buchstabiere ich Ihnen jetzt meine E-Mail-Adresse? Genau. Okay, aber die ist ganz lang, ne? Okay, na, benutzen Sie vielleicht WhatsApp? Nee. Okay, dann buchstabieren Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Moment, ich muss die mal raussuchen, das muss ich selber ablesen. So, da habe ich sie. Okay. So. So, das ist dann, also ein H. Okay. Ein A. Anton, meinen Sie? Dann ein R. L wie Ludwig. Ein T. Okay, wie Theodor. Ja. Ein M. Wie Martha. Ein U. O wie Ulrich. Ja. Ein T. Theodor. Ja. Dann Punkt. Punkt. Dann ein S. S wie Samuel. Ja. Dann ein C. Cäsar. Ein H. H. Ein I. I wie Ida. Ja. Okay. Dann ein M. Wie Martha. Ja, dann noch ein M. M. Ein E. Emil. Ja, ein L. Ludwig. Ja, dann ein D. Dora. Ein O. Otto. Ja, ein E. Wie Emil. Ja, ein N. Wie Nordpol. Ja, ein E. Emil. Ja, ein R. Was meinen Sie? Anton? Nee, ein R. Richard. Ja. Okay. Dann ein Punkt. Punkt. Ja. Dann ein V. V. O. Okay, Ulrich. Nee, Otto. Otto, okay. Dann ein N. Nordpol. Ja, dann ein Punkt. Punkt. Dann ein Z. Cäsar. Ja, nee, ein Z wie keine Ahnung. Okay, Moment. Z, meinen Sie Z? Ein Z, ja. Wie Zorro. Ja.
Und dann ein U. Okay. Ein H. Okay. Ein A. Ja, Anton? Ja, ein U. Okay. Ein S. F, wie Friedrich? Nee, S. S? Ja. Samuel. Ja. Okay. Dann ein E. Emil. Ja. Dann ein Punkt. Haben Sie? Ja. Dann ein M. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Naja, habe ich doch gesagt, die ist ganz lang. Okay, M. Ja. M. Martha. Ja, dann ein I. I wieder. Ja, ein T. Theodor. Ja, dann wieder ein Punkt. Punkt. Ja, dann ein B. B wie Bertha. Ja, ein R. Anton? Nee, ein R. Richard. Ja. Und dann ein A. Anton? Ja. Dann ein U. Ulrich? Mhm. Dann ein S. Samuel. Ja. Dann ein E. Emil. Ja. Dann ein Ad-Zeichen. Okay. Dann ein M. Martha. Ja. Ein D. Dora. Ja, ein C. Cäsar. Ja, noch ein C. Cäsar. Ein F. Friedrich. Ja, ein U. Ulrich. Ein N. Nordpol. Ja, und dann ein Punkt. Punkt. Und dann DE. DE. Okay, dann warten Sie bitte an die Leitung. Danke. Ah, okay. Vielleicht das ist falsche E-Mail-Adresse. Nee. Herr Schulzpeck, ich werde es buchstabieren nochmal. Ja. Hedy Helmut, A wie Anton, L wie Ludwig. T wie Theodor, M wie Martha, O wie Ulrich, T wie Theodor, Punkt, S wie Samuel, S wie Schule, I wie Ida, M wie Emil, M wie Emil, E wie Emil, L wie Ludwig, Dora, Otto, Emil, Nordpol, Emil, Richard, Punkt, von, Punkt, zu Hause, Punkt, mich, Punkt, B wie Bertha, R wie Richard, A wie Anton, O wie Ulrich, S wie Samuel, E wie Emil. Ich höre Sie nicht. Bindestrich. Nee, kein Bindestrich, ein Ad-Zeichen. Hallo? Ja, bitte. Ja. Okay, Entschuldigung. Dann M wie Martha. D wie Dora, C wie Cäsar, C wie Cäsar, E wie Friedrich, U wie Ulrich, N wie Nordpol, Punkt F. Ja. Richtig? Mhm. Genau. Okay, ich habe es schon gesendet. Können Sie Ihre E-Mail überprüfen? Haben Sie es bekommen? Ich mache mal schnell den Computer an. Mit Handy. Nee, da habe ich das nicht drin. Okay, dann können Sie einloggen. Ja, der Computer fährt gerade hoch. Herr Schulzpeck, sagen Sie mir bitte ganz ehrlich, wollen Sie es machen? Sie haben eine Chancemöglichkeit, ja? Ja, ja, na klar. Okay, dann bitte können Sie vielleicht andere Lösungen. Ja, mein Computer fährt doch hoch. Habe ich das schon angemacht? Dann einloggen Sie bitte mit Ihrem Handy. Nee, mit Handy geht es nicht. Okay, und Sie haben auch keine WhatsApp? Nee, sowas benutze ich Können nicht. Können Sie es herunterladen in Ihrem Handy? Nee. Das ist ganz einfach. Ich werde Ihnen dabei helfen, wenn Sie es wollen. Ja, aber da brauchen wir noch ein Handy, was das kann. Ich werde per WhatsApp unsere Bankdaten schicken. Ich dachte per E-Mail.
Ja, aber jetzt können Sie nicht Ihre E-Mail einloggen. Ist das richtig? Nee. Okay, wenn Sie es können, bitte einloggen. Naja, habe ich doch gesagt. Ich mache erstmal meinen Computer an. Ich habe falsch verstanden. Entschuldigung. Ist schlechter akustisch. Haben Sie schon Ihre Computer eingeschaltet? Ja, ist gleich soweit. Okay, ich warte an die Leitung. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie Ihre E-Mail überprüfen. Okay, wie weit sind Sie damit? Ja, ich suche gerade nach der E-Mail, aber ist scheinbar noch nicht da. Okay, Moment. Okay, ich habe noch eine gesendet. Aktualisieren nochmal. Okay, haben Sie noch keine E-Mail bekommen von mir? Es lädt noch. Schon wieder alles voll mit Spam hier. Okay. 21 GB Datenmüll. Okay, na, Herr Schulkschwester, sagen Sie mir bitte, was ist Ihr Ziel, finanzielle Ziel? Weiß ich nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, und so, damit wollen Sie versuchen, wie das alles funktioniert, ja? Tja, sogar noch nicht. Habe ich richtig verstanden? Ja, weiß ich nicht, mal gucken, aber hier kommt auch keine E-Mail an von Ihnen, also ich habe immer noch nichts bekommen. Okay, ich habe offizielle Invoice geschickt. Wenn Sie wollen, ich kann es buchstabieren. Was denn? Unsere IBAN. Achso, ja, Moment, dann mache ich mir hier mal was zum Schreiben auf. So, dann sagen Sie mal. Okay, IBAN ist ein D. Nee, Deutsch. Und ein D, Genau. 3, 5. Eine 3 und eine 5. Genau. 1, 1. Ja. 0, 1. Ja. 0, 1. Ja. 0, 1. Ja. 5, 1. Ja. 9, 7. Ja. 9, 5. Ja. 6, 4. Ja. 2-0. 2-0. Und welche Bank ist das? Was haben Sie mir gefragt? Welche Bank ist das? Nur Bank. Ja, wie heißt die Bank? Nuri Bank. Was? Nori Bank. Oder Nuri wie? Bank, genau. Aha. Okay, na, können Sie es wiederholen? Eben. Ja, also D und dann 3-5. 1-1-0-1-0-1-0-1-5-1-9-7-9-5-6-4-2-0. Genau. Okay, na dann, was brauchen Sie weiter? Aber die IBAN ist nicht korrekt, da ist ein Fehler drin. Okay, ganz kurz bitte. Und was schreibt hier? Was? Ja, Moment bitte. Demnach haben Sie mit der großen Buchstaben geschrieben. Ja, das spielt bei der E-Bahn keine Rolle. Ja, genau. Okay. Herr Schulz, ich werde mit unserer technischen Abteilung verbunden, okay? Und Sie werden weiterhelfen. Okay. Hallo? Ja. Schönen Tag, Matteo Costa am Apparat from EFLplanning.com. Herr Herbert, ja? Nee, Herr Schluckspecht. Sehr gut. Also, können Sie mir sagen, wie weit sind Sie jetzt? Ja, die Frau wollte mir die IBAN-Nummer durchgeben, aber die ist falsch.
Okay, dann machen wir noch einmal, okay? Mhm. Also, in IBAN schreiben Sie bitte mit großen Buchstaben D wie Dora, mhm. E wie Emil, mhm. 3, 5, mhm. Und, Moment, danach kommt Leerzeichen. Bei einer IBAN? Nee, da kommt kein Leerzeichen. Leerzeichen, also es teilt diese IBAN mit verschiedenen Teilen. So, jetzt und geht dann kommt die Solaris Bank. Wie bitte? Die Solaris Bank. Okay, kein Problem. Ist das richtig? Richtig? Genau. Ja, dann, also, dann passt die IBAN jetzt. Also, dann 11. Hm. 01. Hm. Dann noch einmal 01. Hm. Und noch einmal 01. Hm. Also, danach 51. Hm. 97. Hm. 95. Hm. 64. Ja. Und 20. Ja. Okay, ist das richtig jetzt? Jetzt passt das, ja. Sehr gut. Also, jetzt ich buchstabiere PIC. Ja, die habe ich ja schon. Okay, können Sie mir sagen? Ja, so SOBKDEB23X. Nein. SOBK. Na, habe ich doch gerade gesagt. Okay, kein Problem. Dann Verwendungszweck ist Service. Und was haben Sie in Empfänger gegeben? Da gab noch gar nichts. Okay, dann ich buchstabiere Sie. Mhm. M wie Martha. Mhm. A wie Anton. Mhm. R wie Richard. Mhm. I wie Ida. Mhm. S wie Samuel. Ja. Danach S wie Samuel. Mhm. P wie Paula. Mhm. U wie Urlich. Mhm. L wie Ludwig. Mhm. Noch eine L wie Ludwig. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Betrag ist 245 Euro. Mhm. Und versuchen Sie es bitte. Also, wenn Sie überweisen diese Summe, wir brauchen Einzahlungsbeleg, Überweisungsbeleg. Machen Sie bitte Screenshots und danach ich buchstabiere mein Mail, wo Sie können diese Beleg senden, okay? Mhm. Okay, sehr gut. Jetzt sprechen Sie mit Handy? Nö, fast nicht. Okay. Ja, schönen guten Tag. Hallo? Ja, genau. Ja, ich möchte einen Finanzbescheid melden von einer IBAN-Nummer. Ich gebe Ihnen mal die IBAN-Nummer durch. DE 35 11 01 01 01 01 51 97 95 64 20. Mhm. Ja, 245 Euro soll ich hier überweisen für so eine Trading-Betrugsseite. Ja. E-Mail habe ich schon rausgeschickt mit den Daten. Genau, ich wollte Ihnen das nur nochmal sagen, dass Sie die E-Mail gleich bearbeiten. Mhm. Okay. Hm. Ja, gerne. Ja, das war's schon. Danke. Tschüss. So, also das Konto von euch ist dann gleich gesperrt. Wie bitte? Ich sage, euer Konto habe ich gerade sperren lassen. Was bedeutet das? Ja, das Konto wird eingefroren. Hallo? Ein Moment bitte. Mhm. Was haben Sie gesagt? Entschuldigen, meine Verbindung war sehr schlecht. Ja, das Bankkonto, das Sie mir genannt haben. Ja? Das habe ich sperren lassen. Okay.
Okay, und was bedeutet das sperren lassen? Ja, das sperren lassen bedeutet, ihr kommt nicht mehr an das Geld ran. Das ist gesperrt, das Konto. Das liegt auf Eis. Gesperrtes Konto? Ja, euer Bankkonto. Das Bankkonto, oder was du mir gerade durchgesagt hast, das habe ich jetzt bei der Solaris Bank sperren lassen. Okay. Ihr kommt dann nicht mehr an das Geld ran. Okay, dann, also, wir können mit anderen Möglichkeiten das machen. Haben Sie Visa oder Mastercard? Tja, irgendwie scheint es bei dir an was zu fehlen, ne? Wie bitte? Ich habe das Bankkonto der Polizei gemeldet. Okay. Es ist gesperrt. Ihr bekommt von diesem Konto kein Geld mehr. Okay, also, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, was passiert ist, das ist, dass ihr Betrüger seid und ich dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung mache. Ich habe das Bankkonto sperren lassen. Bevor Sie das sagen, bitte überprüfen in dieses Jahr. Mhm. Also, wir arbeiten sehr lange schon am Finanzamt. Ja, genau. Wetter nicht. Okay, Herr Herbert, ich verabschiede Ihnen. Mhm. Tschüss. Ja, viel Spaß noch. Das war's leider schon mit der Kakerlakenparty. Wenn du magst, findest du jetzt hier noch eine Playlist, wo du auch mal reinschauen kannst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.